Wieder war es jetzt lange her, dass ich auf YouTube aktiv war. Unfassbar, Leute. Sinan G ist gekommen und ich bin gegangen. Hier, das ist Kau. Guck mal, seine Frau will von ihm weg. Ich will mit dir rumlegen. Boah, das ist so unglaublich. Du musst dir sagen, hast du verstanden? Dieses Spiel habe ich irgendwann gesagt, ey, weißt du was, das mache ich nicht mit. Bin ich einmal im Internet nicht aktiv und es passieren so viele Sachen. Gangster-Rapper schieben sich irgendwas in den Schrein, ohne ein Live-Match verloren zu haben. Krass ist aber auch bei der ganzen Sinan-G-Thematik, dass zum Beispiel so Leute wie Abu Chulo gar nichts dazu gesagt haben. Ich meine, damals hat Abu Chulo sich über meine Gitarrenkünste aufgeregt. Ein extrem beschämendes, peinliches, fremdschamerregendes, ekelhaftes Benehmen, was er hier an den Tag legt. Aber jetzt, wo sein Kollege Silver G sich gerne Dinge in den A** gibt oder erzählt, wie er sich auf Zweijährige gerne einjacksen würde. Ich bin doch da. Ich bin doch nicht in den A**. Ich bin eifersüchtig auf deine Nichte. Sinan G ist natürlich ein Freund von Abu Chulo, deswegen empfindet er es auch nicht für wichtig, etwas darüber zu sagen. Aber einerseits kann ich auch den Heuchler Chulo verstehen, dass er nichts zur Sinan G-Thematik sagen will, weil immerhin heißt es ja auch: Reden ist Gold, Schweigen ist Sinan. Vor allem gönne ich Sinan G, dass sein blauer Haken inzwischen Silber ist.